Ist das so ein Endgegner? Der den Schatz bewacht hat? Den wir nicht mitgenommen haben, weil er zu schwach war. Hilfe, was war denn das jetzt schon wieder? Ich bin schon 80 Kilometer weiter voraus. Kommst du? Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich habe keine Magie mehr und mein Leben sieht auch bescheiden aus. Oh, man konnte einfach weitergehen, aber nein, ich schlag drauf. Sicher, sicher. Ja. So, jetzt kommen wir zum nervigen Hund. Ich hab alles voll. Das klang überhaupt nicht gut. Jetzt habe ich ein Dilemma. Soll ich das Monster, das den Hund getötet hat, töten? Oder zum Essen einladen? Ey! Der Hund hat nur seinen Job getan. Er muss doch schon ein bisschen nervig. Naja. Es ist, hat die Stimmung ein bisschen angespannt. Hier ist nochmal Leben, aber du brauchst ja keins. Eigentlich schön, wo ist es denn? Hier rechts. Auf dem Boden. Müssen wir die anheben? Können wir sie nicht sprengen? Beschuss! Von wo? Nirgendwo? Doch, da. Schwerter und Schilde! Also gut, ui, wenn ihr es so wollt. Schwertkämpfer, beschützt mich mal. Ja, ich wollte ja, aber... Macht die Bogenschützen vom Weiten? Ja, ja. Und wenn ich mich da konzentriere und versuche, die zu machen, dann musst du mich halt schützen vor den Putzis hier. Ich finde nur, du tust zu wenig, deswegen würde ich den Ball lassen. Da kommen wir schon. Ach, da, Todesschuss. Kann ich nicht machen, weil sie alle umgebracht hat. Oh, sorry. Ich habe wie behämmert auf den Kreis gedrückt, aber hat nichts gebracht. Ich schieße am liebsten mit dem langen Bogen, ich weiß auch nicht warum. Irgendwo. Da kommen welche von rechts. Irgendwie werde ich viel weiter weg aus, als er tatsächlich war. Okay. Wow! Das mit einem Sprung. Spinne? Der ist gesprungen und zwar 20 Kilometer in meine Richtung. Ja, ja, klar. Voll normal und so. Ach, das bist du auch, sorry. Wir sind wirklich ein gutes Team, alter Mann. Du sahst gerade ein bisschen aus wie ein Wark, es tut mir leid. Ja, danke, hau mir den Kopf ab. Oh, das wollte ich nicht, oh. Immerhin ist das Sport. Mein frühmorgendliches Training. Mhm. Wir sollten uns dem Bürgermeister nähern. Das hier war mal eine bessere Nachbarschaft. Wie willst du das wissen? Das sieht man an der Kleidung der Leichen. So genau habe ich es mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Lassen Sie mich nicht. Bist halt viel zu oberflächlich. Lass mich nicht sterben. Nicht hier. Nicht so. Bitte, Götter. Ich bitte euch, beschützt mich. Was ich habe, ist euer. Lasst sie mich nur nicht holen. So. Oh Götter, wie konntet ihr das? Ja, dann halt doch die Fresse. Dann hören sie dich vielleicht doch nicht. Götter, mein Gebet. Die sind alle ziemlich durch, die Leute. Kaddock, ja, so ein bisschen. Sie, auf der Brücke sind noch mehr Gefangene. Seit wann machen Vaga Gefangene? Die sind doch nur an Beute und am Töten interessiert. Und am Auffressen ihrer Opfer, vergiss das nicht. Nein, sowas vergisst man nie. Das hier war eine ziemlich ätzende Stelle. Jetzt kommen nämlich gleich Käfer. Echt? Mhm.
Wir rennen jetzt ganz schnell rechts rüber und dann kommen ganz viele Käfer und die dürfen wir nicht töten. Jetzt kommen Käfer. Und da sind sie schon. Elende, nichtsnutzige Scheißkriecher! Ich drehe mich ganz panisch im Kreis und. Komm noch mehr von den Viechern die Mauern hoch. Vergesst dein Leben nicht. Ich hab's falsch gedrückt. Weiter so, Ilara, halt sie uns vom Leib. Sieht cool aus. Und ein Schutzschild gemacht. Ja, nee, eher so eine Kupfwelle, die dann alles sammelt. Krasse Kriecher. Irgendwo hängt noch einer. Oder? Dann scheint nicht die Tür hinter dir. Jetzt nicht mehr. Also die sind wirklich richtig schwer. Wenn die dich nur zweimal getroffen haben, war das Ding vorbei. Ich habe einen Pfeil im Schild. Ich weiß, es ist super leid. Ja, warte. Bitte, ich brauche Hilfe. Meine Einheit wollte die Brücke mit Sprengladungen versehen, um die Vaga davon abzuhalten, die Leute gefangen zu nehmen. Aber wir wurden angegriffen, bevor wir fertig waren. Bitte, sprengt die Brücke. Helft! Caddock, wir müssen Ihnen helfen. Ja, aber ich würde gerne wissen, wer uns hilft. Konzentrier dich auf die positiven Aspekte. Wir dürfen eine Brücke sprengen. Mir würde als positiver Aspekt schon reichen, wenn wir das hier überleben würden. Also, Ilara ist irgendwie ziemlich pyromanisch angehaucht. So ein bisschen. Der nimmt das alles ein bisschen auf die leichte Schulter und Caddock ist mehr der Grübler. Aber sie sind ein gutes Team und das zählt. Mehr oder minder. Wenn ich dich nicht verrecken lasse. Da, direkt vor uns. Genau. Ich hasse den Kurz. Hab den voll getroffen. Sonst. Kümmer dich doch um diese Bogenschützen! Ja, ja, hör auf mich immer anzuschreien. Ja, dann kümmere dich um diese Bogenschützen. Das war ein sehr schöner Bug gerade. Probier's mit einer Flamme. So, es brennt da kaum nichts. Na, los, alter Mann, streng dich mal ein bisschen an. Alter, ich drück schon voll. Müssen wir nur ungefähr eine Stunde warten, bis es abgebrannt ist. Das war dann die Stunde. Feinde voraus. Auf einmal zu knistern. Da sind Feinde, die sollen uns ja nicht hören. Du bist erledigt. Wow, schon wieder. So unfair. So, jetzt. Ha. Todesschuss. Bei der Gnade der Heiler, Mädchen! Hilf mir! Ja, ich versuch's. Danke. Da oben auf der Brücke. Das hilft. Überwältigt.
Noch eine? Ja. In meinem Gesicht. Ist ja echt scheiße, wenn ich das wollte. Kämpfer! Ja, ich denke gerade echt immer, manchmal sehen die wirklich so aus wie du. Das ist nicht. Gut. Da hinten liegt Gold und ich komme nicht ran. Das ist doch voll mies. Nur weil er so blöd gestorben ist. Ja, stirb mal besser, ey. Ja, genau. Leg dich mal. Ach, Mist. Das habt ihr bei Kedok gesehen. Bei mir hat es irgendwie gerade nicht funktioniert. Boah, komisch. Bogenschützen für mich, alter Mann! Das hat Spaß gemacht. Ich war dabei. Vollkommen verrückt, Elf. Hörst du das? Klingt nach Ballistafeuer. Ballisten? Das wird ja immer besser. Ich hab das Gefühl gehabt, so geht's irgendwie schneller. Ach, echt? Er speichert? Er speichert immer ziemlich abrupt. Hier können wir uns nochmal neu ausrüsten und hier liegt ein Toter. Hören wir mal, was der zu sagen hat. Hätte mich nicht zeigen sollen, hätte in Deckung bleiben sollen. Diese Vaga-Feuerwerfer und ihre Feuerpfeile. Nur ein Blick, nur um zu sehen, wo sie sind. Hätte mich nicht zeigen sollen. Das ist mies. Leben brauche ich nicht, aber das da brauche ich. Das habe ich nämlich geschmissen, um ihn wiederzubeleben. Mehr Heilung! Nee, ich bräuchte mehr Mana. Ja, schön. Ich wollte mal gerade unbemerkt testen, ob man dich töten kann. Hat nicht funktioniert. Ich habe gar nicht mitbekommen. Wie? Das war die Ballista, denke ich mal. Ja. Ja. Kommst du? Keine Ahnung, bei dir ist mir schon wieder jemand in der Nähe. Setzen Sie eine Ballista gegen das Nutzhaus ein. Belagerungswaffen gegen unbewaffnete Bauern? Das klingt nicht fair. Wollen wir für Ausgleich sorgen? Oh. Ich wollte mich gerade ducken, ja? Ich auch. Das ist mich jetzt voll weggefetzt. Ich weiß nicht, wie dieses Duck. Jetzt. Pfeile. Das ist schon mies. Ey, also ich mit einer Armbrust ist echt, ich sehe kaum was. Ja, du kannst ranzoomen. Ja, ich weiß, mach ich ja. Aber die Ballista, ich krieg die Ballistenputze nicht, der ist doch geschützt. Ach komm, reinrennen. Oh. Das kannst du ja gerne machen, ich brauche nicht um die Pfeile verpissen. Oder auch nicht, danke. Hab ich ihn getroffen? Ja, aber er steht doch mal auf. Scheiße. Ja. Also ich komme das kleine Podest-Ding nicht hoch, das ist echt. Wie wär's mal mit Springen? Ja, das hat, nicht, das hat er nicht gemacht, hat nicht funktioniert. Pass auf, da kommt einer. Nee, ja, ich würde gern. Ah, wie komme ich raus von dem Teil? Es sind nur zwei Ratten von der Oberfläche. Das ist doch gerade voll albern gewesen. Treffe ich auf 30 Kilometer jetzt? Da kommt Verstärkung, Kadok!
Schätze, das Ding hier kann uns eine Menge Spaß und den Schmerz bereiten. Rauf, Kerdok. Kämpfert! Scheiße. Ich hoffe, diesen Dingern geht die Munition nicht aus. Schwertkämpfer! Genau. Ja, ich muss. Die lädt halt ziemlich langsam wieder auf. Hat immer, wenn ich schieße, dann rennt sie gerade in die andere Richtung. Das ist voll nervig. Oh. Ey, what the fuck, der hat sich weggeduckt. Der ist Matsch. Der hat sich gerollt. Mhm. Ich steh vor ihm. Einfach nochmal auf. Und ich strifft einfach nicht.